Entschuldigung. Erster Tag in Istanbul neigt sich so langsam dem Ende. Wir haben sozusagen den ersten Tourismustag gemacht, weil gestern sind wir eigentlich nur angekommen, haben eingecheckt im Hotel und dann sind wir was essen gewesen und dann eigentlich direkt ins Bett. Zu teuer gegessen. Zu teuer gegessen. Aber ja, aber merkt euch eins, geht nie ans Hostel oder ans Hotel, an die Rezeption und fragt nach einer Empfehlung. Es sei denn, es ist ein wirklich, wirklich gutes Hotel. Aber dann ist es halt so, dass derjenige einen Freund anruft und der dann Rabatte dafür bekommt, wahrscheinlich, dass wir hingeschickt werden. So wie wir es gemacht haben. Er hat 5 Minuten darüber geredet, ob die einen Platz noch frei haben. Ja. Und ich sag mal so, 3 Tische waren belegt. Aber an sich eigentlich ganz gut. Ja. Also das ja. Essen an sich sehr gut. Es wurde für uns getanzt. Ja. Und Essen zubereitet. Ja, und jetzt sind wir auf jeden Fall. Ich kann das ja einmal zeigen. Wir sind hier. Da hinten rechts ist. Hinten rechts ist die europäische Seite von Istanbul. Dort ungefähr. Mit der Hagia Sophia. Und wir sind auf der asiatischen Seite. Ich war oder bin heute das erste Mal in meinem Leben in Asien überhaupt. War ich noch nicht. Sehr spannend. Kannst du ja einmal erzählen, wie du es so empfunden hast. Also eben gerade sind wir ungefähr 30 Treppen runtergelaufen, weil man hier nicht anders hingekommen ist. Ja. Man hätte bestimmt anders hinkommen können, aber da war es mal nicht bei ihrer Feier. Aber ansonsten, wie hast du es sonst empfunden? Ansonsten muss ich sagen, hat mich gestern der Tag, also der Anreisetag, auch schon sehr beeindruckt, weil dass am Istanbuler Flughafen alles sehr reibungslos funktioniert hat. Man hat uns überall geholfen, wo wir Hilfe brauchten. Wir haben einfach, ich gehe normalerweise immer zu Fuß am Flughafen, brauche da keine Hilfe. Aber der Istanbul Flughafen ist sehr, sehr, sehr groß. Wenn jemand da schon mal war, weiß er, worüber ich rede. Und tatsächlich kam dann plötzlich so ein Auto vorgefahren, der immer für die Wheelchairs da ist und die mitnimmt. Und der hat uns auch mitgenommen. Sind an der Passkontrolle schnell vorbei, auch an allen anderen, weil wir da auch den Behinderteneingang nutzen durften. Und das ist mir gleich aufgefallen, dass es sehr, sehr freundlich war. Auch im Flugzeug hatte ich noch nie erlebt bisher. Wir sind mit Turkish Airlines geflogen, das soll jetzt hier keine Werbung sein. Aber wir können natürlich auch mit jeder anderen Airline fliegen. Genau. Aber die eine Stewardess hat, also wir haben Essen bekommen, und die eine Stewardess hat während des Essens angeboten, weil sie gesehen hat, dass Lovis mich unterstützt beim Essen, ob sie mir nicht dabei helfen soll. Sehr, sehr freundlich. Und insgesamt finde ich hier die Gastfreundschaft sehr, sehr stark ausgeprägt. Wir hatten einen komplizierteren Anreisetag nach dem Flughafen noch, weil wir sind in die gute drei Stunden vom Flughafen ins Hostel gefahren mit Bus, Metrobus und Tram. Und da wurde uns zweimal auch ausgeholfen, wenn wir noch keine Metro-Karte hatten. Ne? Ja, also es gibt hier so eine. Es gibt so eine, sehr cool eigentlich, eine Istanbul-Karte, und die braucht man eigentlich für alles. Ich war gerade eben einmal auf
Toilette und da gab's die, da konnte man auch damit bezahlen. Das ist einfach so eine, wie so eine Checkkarte. Und mit der kann man dann irgendwie in Istanbul eben bezahlen. Und die ist sehr wichtig. Die braucht man eigentlich für alles. Allerdings ist es so, dass wir sind uns nicht hundertprozentig sicher. Das können wir nochmal recherchieren und dann hier einblenden. Ob es tatsächlich kostenlos ist für Behinderte im Personennahverkehr, weil in der Tram konnte man immer einfach so durch. Wir sind vorhin mit der Fähre hier rüber gefahren und da musste man auf jeden Fall bezahlen. Aber Alex hat ein bisschen weniger bezahlt. Das hat ungefähr 6 Lira gekostet. Das sind so 30 Cent, etwas über 30 Cent. Und ich habe 9 Lira, was dann 50 Cent etwa entspricht. Also ist alles ziemlich günstig. Zumindest im Vergleich zu Deutschland oder zum deutschen Personennahverkehr. Und generell muss ich sagen, ist es so, dass hier die Kannsteine oder die Bordsteine, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil es aber auch hier hat mit der Stadt zu tun, weil es relativ bergig ist, muss ich vorsichtig sein beim Gehen. Ich sag's euch, so wie es ist. Alter, das war schwer. Alex, wie geht's dir? Abendsport ist immer gut, habe ich gehört. Aber tatsächlich gibt es auch überall Rampen. Fast überall habe ich auch, wo es Treppen gab, gab es Rampen. Das ist mir in Deutschland nicht immer so bisher aufgefallen. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Und was mir aber eigentlich noch wichtiger ist, tatsächlich ist eben die Gastfreundschaft bzw. die Hilfsbereitschaft der Menschen. Also im Hotel oder im Hostel, wo wir sind, der, sagt man, ein Hostelier, garantiert nicht, aber auf jeden Fall unser Ansprechpartner da, der hat auch direkt angeboten, dann zu helfen beim Tragen. Also ich habe Alex die Treppen runtergetragen und so und auch direkt gesagt, dann dabei geholfen bzw. dann das Gepäck getragen und so. Und wenn wir jetzt gleich zurückkommen, werden wir ein anderes Zimmer beziehen. Stimmt. Weil ich habe beim Buchen keine Fotos gesehen und hatte die Hoffnung, mit dem Wissen, dass Lovis das kann, mich Treppen tragen, aber wir hatten die Hoffnung, dass es dann eigentlich nicht so viele Treppen gibt. Und ich hätte einfach schreiben müssen, dass ich eine Einschränkung habe und nicht so viele Treppen gehen kann, hat er mir, oder hat uns beiden gesagt. Werden wir ab jetzt auf jeden Fall auch machen. Genau, werden ab jetzt immer machen. Unser erstes Learning. Weil er uns jetzt einfach ein anderes Zimmer gibt auf dem Erdgeschossniveau. Und wir dann keine Treppen mehr gehen müssen. Außer zum Frühstück. Außer zum Frühstück, drei Stockwerke. Dafür lohnt sich die Aussicht dann. Ja. Aber das ist für einen Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin, wäre es kein geiles Hostel. Nee, das kann man nicht sagen. Nee, genau. Aber ansonsten ist ja auf jeden Fall ganz gut. Genau, aber das sind so die ersten Eindrücke, glaube ich, von den Tagen. So, wir melden uns aus Sydney für eine ganz kurze Abmoderation von dem Video. Und zwar haben wir nur zwei, drei Sachen zu sagen. Es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil rauskommen von oder über Istanbul. Bis dahin, schaut gerne mal bei Instagram vorbei, schaut gerne mal bei TikTok vorbei. TikTok ist auf Englisch, Instagram fast alles auf Deutsch. Und wir haben eine Website noch, da könnt ihr mal vorbeigucken. Da schreiben wir immer mal wieder Blog-Einträge. Ansonsten haben wir auch einen Linktree, den blende ich jetzt hier mal ein, wo wir alles, was wir so machen, verlinkt haben. Aber ja, wir wollen, sorry, jetzt habe ich der Speed ist einfach gedroppt. Ja, wir wollen ja auch mal ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Und zwar, um auf zwei besondere Sachen hinzuweisen. Was heißt zwei besondere? Eine besondere Sache eigentlich, und zwar das Wichtigere zuerst, nämlich unsere Spendenkampagne mit Handicap International zusammen auf Better Place. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen, andere noch nicht. Hier nochmal der Hinweis drauf. Es gibt deutlich Wichtigeres auch noch als unsere Weltreise, und zwar behinderte Menschen in Krisensituationen rund um die Welt zu unterstützen. Das macht Handicap International.
Und wir wollen sie dabei unterstützen, indem wir mit unserer Weltreise darauf aufmerksam machen. Und deswegen sammeln wir auch für die Spenden. Und das zweite Thema, was wir ein bisschen ungerne ansprechen, aber auch irgendwie sein muss, weil wir auch uns hier finanzieren müssen, ist unsere eigene Spendenkampagne auf GoFundMe. Da haben auch schon einige vorbeigeguckt, wie wir den Betrag entnehmen können. Sind dafür schon mal sehr dankbar für das, was da schon gespendet wurde. Und ja, wer nochmal gucken will, wie viel da gespendet wurde, vielleicht einen Cent dazu tun will, kann ja mal zu GoFundMe gehen. Und das sind die beiden Sachen, für die ich nochmal ein bisschen Ruhe reinbringen will. Genau. Und ansonsten sehen wir uns, glaube ich, einfach im nächsten Video oder eben auf unseren anderen Kanälen. Bis dahin. Ach so, wichtig! Wir sind ja jetzt YouTuber. Macht mal die Glocke an, damit ihr seht, wenn das wenn der zweite Teil Istanbul draußen ist. Bis dann, ciao. Warte. Warte, was so? So. Herzlich willkommen. Oh Gott. Wir sind. Junge, hättest du mal vorwarnen können. Oh, nee.